Die Stimmung ist unbeschreiblich hier. Die Leute haben einen so hohen Wahlsieg nicht erwartet. Wir haben ja am Nachmittag hier schon mit vielen gesprochen. Sagt na 2-3% vielleicht, wenn es gut geht. Aber dass es nun so viel werden würde, das ist natürlich Anlass für überschwänglichen Jubel hier. Und sie sind da angetreten jetzt, um ihre Sieger, ihre Spitzen zu feiern. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde, nach 16 Jahren ist heute die Ära Helmut Kohl zu Ende gegangen. Die neue Mitte hat sich entschieden, sie ist von der SPD zurückgewonnen worden. Das ist Verpflichtung für unsere Politik in den nächsten 4 Jahren. Ich möchte, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, an dieser Stelle Helmut Kohl Respekt bezeugen. Er war der erwartet harte Gegner, aber die Wählerinnen und Wähler haben geklärt, wer unser Land in Zukunft führen soll. Unsere Aufgabe wird es sein, unser Land durchgreifend zu modernisieren und den Reformstau im Land zu überwinden. Die Wählerinnen und Wähler in Deutschland haben mit dieser Wahl einen Generationswechsel vollzogen. Der Wahlkampf, liebe Freundinnen, liebe Freunde, meine Damen und Herren, war auch ein Wahlkampf der Polarisierung und der Versuch, unser Land in 2 Lager zu spalten. Ich habe schon im Wahlkampf gesagt, dass es Aufgabe einer neuen Regierung und einem sozialdemokratischen Bundeskanzler sein wird, das Volk zusammenzuführen und die innere Spaltung zu überwinden. Das gilt vor allem, und das sage ich besonders den Menschen im Osten unseres Landes, das gilt vor allem für die Notwendigkeit der staatlichen Einheit Deutschlands, die innere Einheit hinzuzufügen. Ich bin froh und dankbar für all die Unterstützung, ja Zuwendung, die ich erfahren habe, vor allem aus meiner Partei, der SPD. Auf diese Partei bin ich stolz und ich bin glücklich darüber, wie ich unterstützt worden bin. Die deutschen Sozialdemokraten mit Willy Brandt und Helmut Schmidt haben 2-mal den Kanzler gestellt. Beide standen in ihrer Zeit für Erneuerung und für Aufbruch. Ich stehe in dieser Kontinuität. Helmut Schmidt bin ich besonders dankbar für Rat und Unterstützung, die er mir in den letzten Monaten hat zuteilwerden lassen. Liebe Freunde, zunächst danke ich Ihnen allen auch für dieses freundliche Willkommen, auch für meine Frau, an einem Abend, der ja ein schwieriger Abend ist, natürlich auch für mich. Und deswegen will ich als allererstes Ihnen allen danken, Ihnen hier im Saal und den vielen Zehntausenden, ja Hunderttausenden, die in diesen Wochen des Wahlkampfs für unsere Sache kämpften, einstanden, die mit großer Entschiedenheit und mit großer Einsatzbereitschaft versucht haben, diese Entscheidung in unserem Sinne herbeizuführen. Das Wahlergebnis ist jetzt ungeachtet der Details, die sich noch verändern können, deswegen will ich zu den Details auch gar nicht sagen, aber natürlich klar, die Sozialdemokraten haben die Wahl gewonnen. Der Wähler hat völlig eindeutig entschieden, so wie es jetzt aussieht, auch im Sinne von Rot-Grün. Ich stehe nicht an, klar zu sagen, es ist ein auch persönlicher Wahlerfolg für Ministerpräsident Schröder. Hier ist so etwas wie euphorische Stimmung entstanden. Und jetzt Joschka Fischer. Ja,
was Sie hören, ist, meine Damen und Herren, er wird mit großem Applaus in Empfang genommen. Er hat wirklich bis zuletzt gekämpft. Über 200 Auftritte hat Joschka Fischer allein in diesem Wahlkampf absolviert, noch bis gestern Abend gekämpft. Und das ist, denke ich, auch der Dank der Partei an ihren Vormann, an ihren Marathonmann, wie einige liebevoll sagen. Standing Ovations, stürmischer Applaus für Joschka Fischer, der sich wirklich sehr persönlich und sehr engagiert in diesen Wahlkampf hineingeworfen hat. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist heute ein Tag, für den viele von uns 16 Jahre darauf hingearbeitet haben. Die Ära Kohl ist heute definitiv zu Ende gegangen. Es war ein sehr harter, ein sehr schwerer Wahlkampf. Und ich möchte allen, die uns gewählt haben und alle, die in diesem harten Wahlkampf sich für uns eingesetzt haben, von Herzen danken für das, was wir gemeinsam geleistet haben. Wir haben es uns, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben es uns ja am Anfang selbst nicht einfach gemacht. Aber wichtig war, wie wir dann zusammengestanden haben, wie ein Ruck durch die ganze Partei gegangen ist, wie alle zusammengestanden haben und wie es dann gelungen ist, dieses Wahlergebnis dann auch in einer gemeinsamen Kraftanstrengung unter schwierigsten Bedingungen hinzubekommen. Und wenn man etwas lernen kann und lernen muss, ist, dass wir angesichts des Wahlausgangs diese Geschlossenheit für den Erfolg auch in den kommenden 4 Jahren dringend brauchen. Gerhard Schröder und die Sozialdemokraten haben einen glänzenden Wahlsieg erreicht. Und ich möchte Gerhard Schröder, dem kommenden Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, auf diesem Wege recht herzlich in unser aller Namen gratulieren. Applaus.